Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zur MeinerTeckel-Vorstellung. Was nehme ich mit ans Wasser in Dänemark? Wir sind ja jetzt schon 2 Tage hier. Meine Grundausstattung wäre 3 Routen im Endeffekt. Wir nehmen einmal eine extra Nuss für Gummi mit. Wir nehmen die Barbatros mit einer Presso 1000 drauf. Fürs reine Gummifischen. Ich habe hier eine Saltwater-Schnur drauf in 0,3 PE mit einem 18er Fluorocarbon. Stroff FC1. Die zweite etwas härtere Route bei mir ist die Real Finesse von Abo Garcias in 610, auch gepaart mit einer Saltwater, jetzt mal in Dänemark, ich will sie echt mal Härtetest machen, in 0,3 PE, gefischt auf einer Stiez und auch ein Fluorocarbon wieder vorgeschaltet von Stroff. Snaps benutze ich die von Ona. Habe dann aber verschiedene Größen. Für die Gummis benutze ich gerne die 00. Für die Gummis benutze ich gerne die 3x0. Für die Spoons 2x0 und für die Wobbler 1x0, weil sie da noch ein bisschen mehr Spiel haben im Ganzen. Und zum Wobblerangeln, wenn es tatsächlich richtig schwierig werden sollte, habe ich hier die Westin W6. Die werdet ihr auf jeden Fall in dieser Dänemark-Serie öfter sehen. Richtig schöne Route. Auch das ist jetzt auch richtig schön lang, 2,13 Meter hat sie, hat ein Wurfgewicht bis 4 Gramm, das ist die Soft-Variante fürs Gummiangeln im Prinzip. Wenn der Fisch ein bisschen vorsichtiger beißt, kann ich da schnell einen Anhieb setzen, weil er da nicht ganz so viel merkt. Ich habe aber auch noch die Spoon-Variante im Auto, die werde ich euch zwischendurch in dieser Dänemark-Serie auch nochmal zeigen. Die hat ein Wurfgewicht bis 10 Gramm dann. Hier habe ich drauf eine Vanquished 1000. Auf der anderen ist sowohl auch eine Vanquish drauf, aber das werde ich euch im Laufe dieser Dänemark-Serie noch mal ein bisschen genauer alles zeigen. Das sind meine 3 Routen, die ich dabei habe. Dann habe ich ja meinen Tragekoffer noch mit dabei, den zeige ich euch jetzt auch einmal komplett. So, normalerweise habe ich ja auch in Deutschland mittlerweile meinen Trout Area Ständer dabei. Dort haben wir dann Libra Lures in so einer duftdichten Box drinne. Da kommt gar nichts durch. Ist auch gut für zu Hause. Ne? Dann haben wir hier verschiedene Gummis mit. Ich habe den Lamello habe ich mit. Dann habe ich den Baracco mit. Den kleinen Snagger habe ich mit. Den Bro Snagger. Und natürlich den Zoan. Gefischt wird das Ganze aber an Gogos Gummihaken mit Tungstenperlen geklebt. Könnt ihr bei ihm oder bei mir im Shop bestellen. Blende ich euch unten jeweils einmal ein. Die beiden Internetadressen, wo ihr die komplett fertig kriegt, zum echt schmalen Preis. Das ist was Faires. Und was hast du noch dabei? Jetzt geht's an dich. Ja, ich wollte doch auch mal was sagen. Außerdem habe ich die W6 rechts am Bein hängen. Dort habt ihr aber auch genug Platz, 3 Spoon-Mappen reinzupacken. Oder 2 Gummis und eine Spoon-Tasche. Und die anderen packt ihr irgendwie in die Jacke oder so. Reicht auch vollkommen. Man braucht nicht so einen Ständer, wenn man mit einer Route nur losläuft. Reicht das vollkommen. Dann habe ich mir noch 3 verschiedene Boxen besorgt. Die liegen noch alle leider lose da drin, weil ich noch keine Zeit hatte, mir eine Variante dafür einfallen zu lassen. Aber da kommt noch ein kleines. Wir fangen hier an mit den ganzen Tampling Bananas. Die haben wir hier. Die ganzen verschiedenen, die 12 Händlerfarben und meine 10 eigenen natürlich. Außerdem haben wir eine 2. Box. In der 2. Box haben wir die ganzen Floating Wobbler im Endeffekt, die twitcht ihr an, gehen sie auf 1 Meter, 1,20 Meter, 1,30 Meter runter ungefähr und steigen dann langsam wieder hoch und dabei kriegt man die meisten Attacken. Außerdem habe ich dabei dann noch die SS-Varianten. Wir haben dabei den Burby, die Burby Mama, also Rob Lures reine und von Yari den Crank King Junior. Den habe ich auch als SS und als Floating-Variante dabei. Wir sind gespannt, wer von uns Fisch bringt. Dann habe ich jetzt natürlich gerade neu frisch bekommen bei dieser Dänemark-Serie Gogos Fliegen. Die sind auch mit dabei, die dürfen nicht fehlen. Und ich habe ja eine Challenge zu erfüllen. Das werden wir machen. Ich habe auch schon eine Idee, wo ich das versuchen werde zu erfüllen, die Challenge. Obwohl, wir haben ja gar keinen Wetteinsatz gesagt bei der, ne? Die ist für mich. Okay, wenn ich sie nicht fange, dann lasse ich mir was einfallen für Gogo. Das sind die 3 Spoon-Mappen, die ich habe.
Die sind von Traudiara. Kriegt ihr jede Menge Spoons unter. Dann habt ihr hier in der W6 jede Menge Platz, wie ihr seht, um eure Spoon-Mappen komplett unterzukriegen. Nicht wundern bei dem Preis, da sind zwei Boxen mit dabei, wenn ihr sie kauft. Eine Geruchsverschlussbox ist dabei und eine Box zum Einhängen von kleinen Wobblern und so weiter und so fort. Das kommt automatisch mit der Tasche mit, wenn ihr sie kauft. So, jetzt einmal zu den Spoons. Was habe ich dabei? Wir haben natürlich Gotthams dabei, in Hülle und Fülle. Ich zeige sie euch einmal kurz auf der anderen Kamera. So, was haben wir dabei? Wir haben hier den Elias, einen Bulldog, falls ich irgendwo Saiblinge finde, das ist eine Bank dafür. Dann haben wir von Jaria 08er Spoons. Hier haben wir den Reiger in 1,6 Gramm. Hier haben wir den Jaria in 0,8 Gramm. Gehen weiter über den Fuga bis hin zum Gaia. In 2,8 Gramm ist er hier. Hier haben wir die Lavins in 2 Gramm. Hier haben wir die Gaias in 3,5 Gramm. Hier haben wir die ganz kleinen Gaias 2,1 Gramm. Ein paar Velvet Arts, aber auch nur die gängigsten Farben. In der zweiten Tasche haben wir hier den Teaspoon. Da haben wir den Evo Tea Fresh. Den haben wir hier auch nochmal. Das ist ja die aggressive Variante. Dann haben wir hier einmal den Tea Fresh, da haben wir den Piraku, dann haben wir hier die Dexter, dann haben wir hier die 2,5er Dexter und hier haben wir den Byruin in 3,7 Gramm für die tiefen Fische. Hier haben wir natürlich den Skadi mit dabei, dann haben wir hier den Bragi, den Hell, hier haben wir die Kronos, da haben wir Totten und Venom, hier haben wir auch schon die neuen Farben mit bei von dem Kronos, hier haben wir schöne den Kuno von ASB Lures und den Balduin von ASB Lures. Das sind im Prinzip die Sachen, die ich mit ans Wasser nehme, um hier in Dänemark Gogo das Leben schwer am Wasser zu machen, um den Pott wieder mit nach Hause zu nehmen. Schauen wir mal, ob mir das gelingt dieses Jahr. Und mehr brauche ich persönlich wirklich nicht. Das ist eigentlich schon viel zu viel. Gogo lacht mich zwischendurch auch schon aus, dass ich immer so viel mitnehme. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten, sage ich mir mal. Den Pott habe ich letztes Mal mitgenommen, obwohl ich so viel mitgeschleppt habe. Mal gucken, ob es wieder klappt. Ich bin gespannt. Ihr seht es in den nächsten Folgen von der Dänemark-Serie von Fishing Man Dennis und Gogo. Außerdem wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Mittwochabend. Bis diese Woche Sonntag um 12 Uhr wieder. Außerdem ist es jetzt ganz schön kalt hier draußen, weil wir das Ganze draußen drehen. Ne? Drinnen haben wir nicht so viel Platz. Also bis dahin, dicke Fische, dickes Petri, euer Fishingmann.